Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Am Anfang möchte ich mich wie immer ganz, ganz herzlich bei euch bedanken fürs Liken, fürs Abonnieren, fürs liebevolle Kommentieren, für die Wertschätzung, die ihr mir und meinem Kanal auf ganz verschiedenen Wegen entgegenbringt. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, lieber Krebs oder der, die du hier auf einen Krebs schaust, heute schauen wir gemeinsam, wie es denn Sachen Liebe, Liebesverbindungen im Monat September bei dir aussieht. Dabei ist es völlig egal, ob du hier auf einen Wunschpartner schaust, auf eine bestehende Verbindung schaust, auf einen Ex-Partner schaust oder vielleicht sogar auf jemanden, mit dem du gar keinen Kontakt hast. Und zwar habe ich die Legung so aufgebaut, dass hier deine Energie liegt als Zuschauer, hier die Energie deines Gegenübers und hier ist euer Miteinander. Falls du während der Legung bemerkst, dass du doch eher hier bist und dein Gegenüber doch eher hier, dann dreh dir das bitte um, dann ist das spiegelverkehrt, das kann passieren. Es ist wie immer eine allgemeine Legung. Sie kann auf dich zutreffen, muss sie aber nicht. Und ich versuche auch geschlechterneutral zu deuten. Falls mir das nicht immer gelingt, dann dreht euch das bitte so um, wie das in eurer Konstellation passend ist. Zu dieser Legung gibt es natürlich auch eine erweiterte Legung auf Vimeo. Den Link dafür findest du unten in der Infobox und ich pinne dir das auch nochmal in den Kommentaren an. Wenn du gerne wissen willst, wie geht es denn mit diesen Menschen hier weiter? Was denkt denn dieser Mensch über dich und über eure Verbindung? Was fühlt denn dieser Mensch für dich? Wie kommt denn dieser Mensch in den nächsten Schritten auf dich zu? Was wird er oder sie denn in deine Richtung unternehmen? Wann wird es denn ungefähr passieren? Und wie kannst du dich denn hier am besten verhalten, damit das Ganze positiv voranschreiten kann? Auf diese und auf weitere Fragen gehe ich in der Erweiterung ein. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort wiedersehen. Wie gesagt, der Link dafür ist unten in der Infobox. Gut, dann ist, glaube ich, soweit alles gesagt und wir starten in deine erste Karte im Monat September. Und dann habe ich hier den König der Münzen. Kann ein Erdzeichen repräsentieren, Stier, Jungfrau oder Steinbock oder einfach nur diese Energie, na, also diese Charakterzüge, Eigenschaften. Was mir hier bei der Karte als erstes reinkommt, ist, also du möchtest einen Partner, an den du dich anlehnen kannst, auf den du dich verlassen kannst, wo die Partnerschaft sicher ist, wo die Partnerschaft stabil ist, ne? So eine starke Schulter zum Anlehnen, einen Fels in der Brandung, ne? Wo du weißt, okay, wenn hier mal irgendwas ist, dann kann ich mich auf diesen Menschen verlassen, dieser Mensch ist da, ne? Wenn es mir mal nicht so gut geht, dann ja, dann ist da diese Schulter zum Anlehnen, da ist dann jemand da, der mich auffängt, der mit mir ins Gespräch geht, Verständnis hat, ne? Also du möchtest jemand in deinem Feld, auf den du dich wirklich verlassen kannst, wo Stabilität und Sicherheit ist, wo nicht nur die Worte zählen, sondern auch Taten dahinter stehen. So jemand wünschst du dir, ne? Wo du dich anlehnen kannst. Ja, wo man auch mal, es gibt ja so Phasen im Leben, da ist man auch mal schwach, ne? Da braucht man jemand, der einem Halt gibt. Und so stellst du dir diesen Menschen vor, so stellst du dir eine Partnerschaft vor, ne? Weil du bist ja auf dem Foto auch als Königin der Münzen dargestellt, ne? Du hältst dir die Münze in den Händen. Du kannst es ja auch geben, diese Stabilität und Sicherheit, ne? Und das, was du reingibst, ne, das muss in der Balance sein, dass das Geben und Nehmen im Fluss ist. Ne? Das möchtest du dann auch von deinem Partner. Ne? Also, dass das wirklich, dass Stabilität und Sicherheit spielt bei dir eine große Rolle. Dass man sich auf den Partner verlassen kann. Ne? Dass da Loyalität und Ehrlichkeit und Treue da ist. Und dann habe ich hier den Tod. Kann für das Sternzeichen Skorpion stehen. Also entweder gab es hier ein Ende zwischen euch oder es könnte noch ein Ende geben. Was ich dir dazu sagen kann, also dieses Ende muss es sein, dass du irgendwas reflektierst, was in der Vergangenheit liegt. Weil hier habe ich ein kleines Mädchen. Und dieses kleine Mädchen hat vielleicht in der Vergangenheit eine Situation erlebt, die nicht so stabil und sicher war, wo sie sich nicht so sicher gefühlt hat und nicht so auf irgendjemand verlassen konnte. Und dieses Weggehen von diesen Menschen, dieses Ende hat dir irgendwas gezeigt, hat dir irgendwas symbolisiert, hat irgendwas in dir angetriggert, was jetzt transformiert werden möchte. Na, das ist irgendwas aus der Kindheit. Weil ich kriege dich hier sehr
stark rein mit diesem Willen, das muss unbedingt stabil und sicher sein. Ne? Das ist gut in der Verbindung, natürlich, aber du lässt da keine Luft ran. Ne? Das ist so in Stein gemeißelt und so muss es sein. Ne? Deswegen, entweder kommt das noch oder ist schon passiert, ist hier ein Ende passiert, damit du irgendwas aus deiner Kindheit reflektierst, transformierst und in die Heilung bringst. Ne? Der Tod ist immer ein natürliches Ende. Ein Stirb- und Werdeprozess. Hier muss was sterben, damit was Neues geboren werden kann. Ne? Hier muss sich irgendwas transformieren, was du in der Kindheit erlebt hast, was mit dem Thema Stabilität und Sicherheit zu tun hat. Vielleicht, wenn du das zu sehr möchtest, dass du hier ein bisschen locker lassen kannst, aber meistens, wenn man das zu sehr möchte, ist irgendwann mal was passiert, wo man so ein bisschen, ja, wo das so ein bisschen gekratzt hat an dieser Stabilität und Sicherheit, sich gut aufgehoben fühlen, ne? Dass da irgendwas mal war in der Vergangenheit. Ne? Deswegen zeigt dir diese Situation im Hier und Jetzt, okay, da gibt es noch was zu lösen, da gibt es noch was zu heilen. Und dann habe ich hier den Ritter der Stäbe. Also wenn dieses Ende schon gewesen ist, dann kommt dieser Mensch jetzt wieder in dein Feld. Sehr feurig, sehr leidenschaftlich, als Ritter der Stäbe, kann ein Feuerzeichen sein, Widder, Löwe oder Schütze. Sehr plötzlich, sehr schnell, sehr feurig, sehr leidenschaftlich, sehr ja, kreativ auch. Ne? Also das ist so, ja, das ist was ganz Plötzliches, mit dem du nicht rechnest. Wo du vielleicht auch gerade mit deiner Transformation beschäftigt bist und da mit keiner Wimper dran denkst, kommt dieser Mensch wieder leidenschaftlich in dein Feld. Dann schauen wir hier mal weiter. Oder es kommt jemand Neues in dein Feld. Ne? Das kann natürlich auch sein, ne? Dass du dir das hier wünschst, dass du dir das Thema anschaust und dass das jemand Neues ist. Ne? Das kann für die Singles natürlich auch zutreffen. So, dann schauen wir mal hier auf der anderen Seite. Dann habe ich hier die Vier der Schwerter. Also dieser Mensch ist gerade im Rückzug, im Stillstand, um zu heilen. Hier muss man sich von irgendwas erholen. Vielleicht auch von diesem Ende hier. Ja, hier muss man wieder Kräfte sammeln, Energie tanken. Ja, und ja, da ist gerade Stillstand, da ist gerade Rückzug bei diesem Menschen. Hier ruht sich jemand aus. Hier ist vielleicht auch gerade jemand verreist im Urlaub. Oder hat ein paar freie Tage, wo man die wirklich für sich nutzt, um sich auszuruhen. Vielleicht auch wirklich, um zu schlafen. Ne? Hier kann es vielleicht auch einen Schlafmangel geben, arbeitsbedingt. Ne? Also hier braucht jemand Ruhe. Und dann habe ich hier die Sonne. Kann für das Sternzeichen Löwe stehen. Also es kann tatsächlich jemand sein, der gerade im Urlaub ist und sich ausruht in der Sonne. Was ich auch reinkriege, ist nach diesem Ausruhen, nach diesem Kräftetanken, geht hier wieder die Sonne auf. Also da kommt hier wieder Glück rein, Harmonie rein, Geborgenheit rein, Liebe. Ne? Also hier bewegt sich dann alles auf das Positive zu. Ne? Die Sonne ist eine der größten Glückskarten im Deck. Um hier wieder erfolgreich zu sein, um hier wieder glücklich zu sein, braucht es diese Ruhephase bei diesem Menschen. Und dann habe ich hier die Welt. Ne? Letzte große Arkana. Hier geht die Reise zu Ende und es beginnt gleichzeitig eine neue Reise. Also hier geht auch ein Zyklus zu Ende. Also hier beginnt was ganz Tolles, Neues. Ne? Mit der Sonne und mit der Welt beginnt hier ein ganz, ganz glücklicher neuer Zyklus. Und hier wird was Altes abgeschlossen, was sehr kräftezehrend war, was einen Energie geraubt hat, kräftezehrend war, ja, wo man sich erstmal ausruhen musste. Ja, also hier beginnt ein schöner neuer Zyklus. Ja, also du bist auch für diesen Menschen dieser helle leuchtende Stern, du bist für diesen Menschen eine Sonne und du bedeutest diesen Menschen auch die Welt. Ja, also hier möchte man wieder, ja, hier habe ich so den Reiter, man möchte wieder aufeinander zugehen oder generell wieder auf Partnerschaft zugehen. Und dann habe ich ja die Mäßigkeit. Zweimal Heilung. Also dieser Zyklus, dieser schöne Zyklus, erfolgreiche Zyklus, liebevolle Zyklus.
Der geschieht durch Innenschau, durch Heilung, durch Ruhe, die man sich gönnt. Die Mäßigkeit kann für das Sternzeichen Schütze stehen. Hier gilt es, etwas auszubalancieren, das richtige Maß zu finden, um dadurch in die Heilung zu gehen. Ja, ich habe hier bei diesen Menschen dreimal große Arkana. Hier greift auch das Universum ein. Die Mäßigkeit ist natürlich keine schnelle Karte. Ne? Das ist ein Prozess, der beginnt und der schreitet allmählich voran. Ja, also hier habe ich absolut positive Karten. Sonne, die Welt und die Mäßigkeit. Ja, also hier beginnt ein ganz, ganz neuer Zyklus, der sehr heilend sein wird, wo man sich auch selber gut ausbalancieren kann, das richtige Maß im Miteinander findet. Und ja, hier beginnt eine schöne neue Reise. Wenn man auch immer gut auf sich achtet, was Ruhephasen betrifft, was das Ausbalancieren betrifft, Dinge in Heilung bringt, ne, die in der Vergangenheit liegen, ja, dann beginnt hier ein wunderschöner neuer Zyklus. Der kann auch für euch beginnen. Jetzt allerdings ist erstmal so ein bisschen Stillstand, so ein bisschen Ruhe. Trotzdem kommt dann dieser Mensch sehr, sehr plötzlich auf dich zu. Und du solltest diesen Stillstand auch nutzen, um in die Transformation zu gehen, um für dich auch einiges loslassen zu können. Vielleicht auch was das Ende zwischen euch betrifft, wenn es hier ein Ende gab. Und das in die Erde zu bringen, damit wieder was Neues geboren werden kann. Aber ich habe hier ein inneres Kind-Thema bei dir, was auch mit Stabilität und Sicherheit zu tun hat. Na, und ja, das darf aufgearbeitet werden. Dann habe ich hier den Mond und die Sense. Die Sense schlägt in den Mond. Also, hier sind sehr plötzlich heftige Gefühle am Start. Na, die Sense schlägt in den Mond. Der Mond steht für die tiefen Gefühle, für das tiefe Fühlen. Also hier kommen ganz, ganz plötzlich tiefe Gefühle ans Licht. Mit der Sense, die in den Mond schlägt, habe ich auch Geheimnisse, die plötzlich ans Licht kommen. Dann habe ich hier ein kleines Bötchen. Dann kommt hier ganz, ganz plötzlich auch Sehnsucht auf nacheinander. Und ja, also hier möchte etwas erzählt werden. Hier fährt, das ist wie so ein Tor, durch das man geht. Ne? Das ist hier wie bei der Welt. Geht man in einen neuen Zyklus über, auf eine neue Reise, in ein neues Leben. Ja, und hier habe ich auch so dieses sich füreinander öffnen. Ne? Ich habe hier eine Öffnung, füreinander öffnen. Die Geheimnisse, die tief in der Seele schlummern, werden hier offenbart. Hier wird eine plötzliche Sehnsucht offenbart und hier kommt es plötzlich wirklich zu tiefen, tiefen Gefühlen. Das, was vielleicht in der Vergangenheit nicht möglich war, kommt jetzt ans Licht. Und das wird so ein bisschen, ja, im Herbst sein. Im Herbst wird es geerntet. Dann habe ich hier beim Mond habe ich die 8 der Kelche. Und bei der Sense habe ich den Bube der Münzen. Ja, also hier gab es ein Weggehen mit den 8 der Kelchen. Die 8 der Kelche, das ist ja immer so ein Weggang schweren Herzens. Entweder bist du rausgegangen oder dieser Mensch ist rausgegangen oder irgendjemand hat sich rausgezogen. Das kam auch sehr plötzlich. Ne? Und jetzt durch dieses sich öffnen, durch die Geheimnisse, die man hier offenbart, die Gefühle, die plötzlich ganz, ganz tief werden, ne, kommt dieser Mensch auch in die Stabilität und Sicherheit. Bube der Münzen. Ne? Also das. Das arbeitet langsam hier auf dieser Seite. Hier passiert Heilung und dadurch wird dieser Mensch stabil. Ne? Das ist das dann, was du dir hier wünschst in der Partnerschaft. Ne? Hier habe ich erstmal einen Bube, ist noch kein König, aber das passiert dann allmählich mit der Mäßigkeit. Ne? Hier kommt langsam Stabilität rein. Und ganz, ganz plötzlich habe ich hier ja, Geheimnisse, die offenbart werden, eine plötzliche Sehnsucht. Und plötzlich ganz, ganz tiefe Gefühle. Und in der Vergangenheit hattest du das Gefühl, dass ganz plötzlich diese Gefühle abgeschnitten wurden.
Ne, dieses Ende hier, die Achter Kelche, das Weggehen schweren Herzens, das wurde ganz, ganz plötzlich abgeschnitten und jetzt kommt es plötzlich wieder, jetzt ploppt es wieder auf. Und dann habe ich hier in den Zusatzkarten die Strategie. Ne? Also entweder du verfolgst ja eine Strategie, dieser Mensch verfolgt ja eine Strategie oder ihr verfolgt gemeinsam eine Strategie, wie ihr miteinander das richtige Maß findet, ne? Mit der Mäßigkeit, dem Umgang miteinander findet, dass es kompatibel ist. Ja? Hier könnte vielleicht auch jemand überlegen, ah, welche Strategie fahre ich denn? Wie komme ich denn hier am besten wieder in dieses Feld? Ne, hier habe ich nämlich auch einen Schlüssel, wo das aufgeschlossen wird und wo man dann ja auch Leichtigkeit mit der Feder reinbringen möchte. Ja, und dann habe ich hier so Journal, also das kann auch ein Bericht sein, ne? Also hier will dir jemand etwas berichten und ich kriege ganz stark rein, Geheimnisse offenbaren, die tief in der Seele, die tief im Herzen liegen. Und dann habe ich hier Flying, das Fliegen. Was ich ja als erstes reinbekomme, wenn ich dieses Bett sehe und jemand, der hier nicht schläft. Also ihr könntet euch ja auch in Träumen begegnen und miteinander kommunizieren. Da könntet ihr auf Reisen gehen, da könnten eure Seelen auf Reisen gehen und sich begegnen. Dann habe ich hier auch Albträume. Entweder bei dir oder bei diesem Menschen, wo im Traum da schon das Unterbewusstsein arbeitet und dir vermitteln möchte, woran hängt es denn noch, ne? Wo gilt es da in Heilung zu gehen? Und dieses Fliegen habe ich generell zwischen euch beiden, ja, also das ist eine sehr hochschwingende Verbindung. Ne, wenn ihr euch begegnet, dann hebt es euch so ein Stück von der Erde ab. Da habt ihr so ein Gefühl, fliegen zu können. Ja, aber schaut ihr mal auf eure Träume, was die euch sagen möchten. Also ihr könntet euch hier in Träumen auch begegnen. Und mit eure Seelen könnten miteinander kommunizieren. Ihr Lieben, wenn ihr jetzt wissen wollt, wie geht es denn mit diesen Menschen hier weiter? Wie lange dauert denn dieser Prozess, bevor man hier in den neuen Zyklus übergehen kann? Was denkt denn dieser Mensch über dich? Was fühlt denn dieser Mensch für dich? Wie kommt denn dieser Mensch in den nächsten Schritten auf dich zu? Was wird er oder sie denn in deine Richtung unternehmen? Wann wird es denn ungefähr passieren? Also ich schenke euch ja auch ein Zeitfenster. Und wie kannst du dich denn hier am besten verhalten, damit das Ganze positiv voranschreiten kann? Auf diese und auf weitere Fragen gehe ich in der Erweiterung ein. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort sehen. Und allen anderen wünsche ich eine wundervolle Zeit. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald.